Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiter auf den Intensivstationen, Normalstationen, auf den Notaufnahmestationen, heute möchten wir Ihnen die aktuelle neue Richtlinie der Bundesärztekammer zur Spendeerkennung bei der Organspende vorstellen. Das ist eine sehr wichtige Richtlinie, die am 01.09.2020 verabschiedet wurde. Da sie naturgemäß etwas länger ist, haben wir die Clips etwas aufgeteilt, sodass Sie etwas entspannt in mehreren Teilen diese Informationen mitnehmen können. Ich ermuntere Sie auch, sie gegebenenfalls in Ihrer Abteilung oder mit Ihren Kolleginnen und Kollegen zu teilen, sie dort vorzustellen, damit diese sehr wichtigen, klugen Anmerkungen und diese sehr wichtige Richtlinie allen zur Kenntnis gelangt. Ja, hier nun die Richtlinie der Bundesärztekammer zur Spendererkennung. Insgesamt 8 Kapitel, Einleitung, Erkennen eines potenziellen Spenders, Therapiezielfindung bei potenziellen Organspendern, Feststellung des Todes und Mitteilung an die Koordinierungsstelle, Entscheidung über Organspende, intensivmedizinische Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Organfunktion, Verpflichtungen des Entnahmekrankenhauses und zuletzt Inkrafttreten. Beginnen wir mit dem ersten Kapitel, Einleitung und hier zunächst Auftrag. Gegenstand dieser Richtlinie gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 des Gesetzes über die Spendeentnahme und Übertragung von Organe, das Transplantationsgesetz, kurz abgekürzt TPG, ist die Erkennung von Patienten, die nach ärztlicher Beurteilung als Organspender in Betracht kommen, potenzielle Organspender, § 9a Absatz 2 Nummer 1 Transplantationsgesetz. In die ärztliche Beurteilung fließen die medizinischen Kriterien sowie der Wille des Patienten zur Organspende ein. Anwendungsbereich. Diese Richtlinie regelt die Spendererkennung in den Entnahmekrankenhäusern gemäß § 9a TPG. Sie richtet sich an die Ärzte in den Entnahmekrankenhäusern sowie die Transplantationsbeauftragten gemäß § 9b Transplantationsgesetz. Ziel. Die Richtlinie trifft Festlegungen mit Auswirkungen auf die ärztliche Beurteilung potenzieller Organspender, die erforderlichen organerhaltenden Maßnahmen, die in diesem Zusammenhang notwendigen Abläufe bis zur Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls, die Einbeziehung der Koordinierungsstelle, die Einbeziehung des Patientenvertreters und der Angehörigen. Rechtssicherheit, Vertrauen und Transparenz sind in dieser sensiblen Situation für alle Beteiligten, insbesondere die Angehörigen und das Behandlungsteam, von größter Bedeutung. Im Mittelpunkt steht die Umsetzung des Patientenwillens. Damit soll gewährleistet werden, dass einem Organspendewunsch entsprochen werden kann. Verfahrensgrundsätze und Rahmenbedingungen. Wenn der irreversible Hirnfunktionsausfall unmittelbar bevorsteht oder als bereits eingetreten vermutet wird, müssen das Therapieziel und damit die Indikation zu einer intensivmedizinischen Therapie im Einklang mit dem Patientenwillen überprüft werden. Dabei muss auch der Wille zur Organspende beachtet werden. Zur Erkennung von potenziellen Organspendern und Umsetzung des Patientenwillens müssen alle Ärzte für die Möglichkeit einer Organspende sensibilisiert sein. Ein Organspendewunsch des Patienten muss frühzeitig erkundet werden, spätestens vor Einleitung therapiebegrenzender Maßnahmen. Solange eine Organspende nicht ausgeschlossen ist, müssen intensivmedizinische Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Organfunktionen erfolgen. Im Falle eines Organspendewunsches sind diese darüber hinaus bis zur Organentnahme fortzuführen, da ansonsten eine Organspende unmöglich wird. Erkennen eines potenziellen Spenders. Voraussetzung des Erkennens eines potenziellen Spenders. Beatmete Patienten mit akuter, primärer oder sekundärer Hirnschädigung, bei denen der irreversible Hirnfunktionsausfall unmittelbar bevorsteht oder als bereits eingetreten vermutet wird, können, wenn sie eine Organspende nicht ausgeschlossen haben, grundsätzlich unabhängig vom Lebensalter als Organspender in Betracht kommen.
Ob und welche Organe eines potenziellen Spenders sich tatsächlich zur Transplantation eignen, ist im Zweifelsfall durch das Entnahmekrankenhaus unter Hinzuziehung des Transplantationsbeauftragten und gemeinsam mit der Koordinierungsstelle zu klären. Verlaufsbeobachtung, klinische Symptome. Ärztliches wie pflegerisches Personal sowie Transplantationsbeauftragte sollen bei beatmeten Patienten mit akuter primärer oder sekundärer Hirnschädigung auf klinische Zeichen achten, die auf einen irreversiblen Hirnfunktionsausfall hindeuten können. Die Verlaufsbeobachtung, Untersuchung und Dokumentation der Hirnfunktion gehören zur ärztlichen und pflegerischen Routine in der Behandlung von beatmeten Patienten mit akuter Hirnschädigung. Befunde, die für die Entwicklung oder den Eintritt eines irreversiblen Hirnfunktionsausfalls sprechen können, sind unter anderem die nicht pharmakologisch verursachte Erweiterung und Lichtstarre der Pupillen, das nicht pharmakologisch verursachte Erlöschen der Hirnstammreflexe, die fehlende Reaktion beim endotrachealen Absaugen, das nicht durch Relaxierung verursachte Erlöschen einer Spastik oder das Auftreten einer Muskelhypotonie. Ein Ausfall der Temperaturregulation mit Hypothermie, eine Polyurie infolge eines zentralen Diabetes insipidus, ein plötzlicher, deutlicher Blutdruckanstieg bei gleichzeitiger Bradykardie, der Cushing-Reflex, ein therapieresistenter Hirndruckanstieg, Ausfall der Spontanatmung. Weitere Hinweise können sich aus der bildgebenden Diagnostik und deren Verlauf sowie weiteren diagnostischen Methoden, somatosensibel evozierte Potenziale, Elektroenzephalographie, Dopplersonographie und andere ergeben. Zur ärztlicher Beurteilung potenzieller Organspender ist der Transplantationsbeauftragte hinzuzuziehen, gemäß § 9b Absatz 1 Nummer 1 TPG. Kommen Patienten als Organspender in Betracht, kann die Koordinierungsstelle auch bereits vor Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls informiert werden. Therapieoptionen bei wahrscheinlichem Todeseintritt. Alle Therapieentscheidungen erfolgen zum Wohle des Patienten und respektieren seinen Willen. Jede intensivmedizinische Therapie hat hierbei zum Ziel, die Organsysteme in ihren komplexen Wechselwirkungen zu stabilisieren und den dauerhaften Ausfall einzelner Organsysteme zu verhindern. In Behandlungssituationen, in denen der irreversible Hirnfunktionsausfall unmittelbar bevorsteht oder als bereits eingetreten vermutet wird, stellt sich die Frage nach der Indikation einer intensivmedizinischen Therapie. Unter Aufrechterhaltung der Funktion der Organe muss bei potenziellen Organspendern das Therapieziel neu bewertet werden. Unter Berücksichtigung des Patientenwillens bestehen in dieser Situation folgende Therapieoptionen: Fortführung der intensivmedizinischen Therapie zur Aufrechterhaltung der Organfunktion bis zur Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls und weitere Klärung der Option einer Organspende, Therapiebegrenzung mit Symptomlinderung und Sterbebegleitung im Sinne der Palliativmedizin. Ja, das war nun ein Teil dieser Richtlinie zur Spendeerkennung bei der Organspende. Der nächste folgt dann. Und ich danke Ihnen schon jetzt für Ihr Interesse. Bleiben Sie dran. Ihr Uwe Janssens.